Brüder und Schwestern im Islam, wir haben hier gerade jemanden und Alhamdulillah, der will zum Islam übertreten. Alhamdulillah, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt sinngemäß, dass derjenige, wenn jemand zum Islam übertritt, alle seine Sünden werden ausgelöscht. Ein neues Leben beginnt und er tritt in die Gemeinschaft ein von allen Propheten, Adam, Jakob, Ibrahim, Musa, Jesus, alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben Religion. Dient dem einwahren Gott, Islam. Ergebt euch dem einwahren Gott. Und wenn jemand den Schritt macht, und er war vorher Christ beispielsweise gewesen, hier, seht ihr das Kreuz? Und er geht zum Islam, über alle seine Sünden werden ausgelöscht. Und Allah kann sie sogar in gute Taten umwandeln. Und das ist ein großer Schritt. Wenn jemand bezeugt, Ashhadu an la ilaha illallah, dann bezeugt er, es gibt nur einen Gott, der keinen Partner hat, der einzigartig ist in seinen Eigenschaften, der Einzige ist, der es wert ist, angebetet zu werden, der Schöpfer ist, Lenker und Herrscher des ganzen Universums. Und wenn er bezeugt, dass Mohammed der Gesandte dieses allmächtigen Gottes ist, dann sagt er damit, dass er daran glaubt, was der Prophet Sallallahu berichtet hat. Dass er weiß, dass er sich daran halten muss, was er verboten hat. Und dass er weiß, dass er sich daran halten muss, was er geboten hat. Und dass er Allah so dient, dass er den allmächtigen Gott so dient, wie der Prophet Mohammed es uns gezeigt hat. Und wenn jemand vom Christentum zum Islam übertritt, dann soll er auch sagen, dass er bezeugt, dass Jesus, der Sohn der Maria, der Diener und Gesandte Allahs ist. Falls du Probleme hast, das richtig auszusprechen, dann kannst du das auch ablesen. Du bist auf jeden Fall bereit, zum Islam überzutreten. Inshallah. Bruder, sagt die Shahada, inshallah. Ashhadu an la illallah illaha wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und dann sagt noch, und ich bezeuge, dass Jesus, der Sohn der Maria, Allahs Diener und Gesandter ist. Hamza. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Bruder, ihr müsst euren neuen Bruder begrüßen und ihr müsst ihn in den Arm nehmen und richtig festhalten. Alhamdulillah. Begrüßt euren neuen Bruder und kümmert euch um euren neuen Bruder. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله